Ja, hallo zusammen, guten Tag. Ich bin Andrelf aus dem Netz 39 in Magdeburg. Also wir sind hier Mitorga von der Veranstaltung. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch mich anschließend kontaktieren. Und ich möchte ein bisschen was über diese Holzkuppel da berichten, die ihr draußen vermutlich schon gesehen habt. Ursprünglich wollte ich einen Workshop machen, auch mit coolen Bausätzen, aber ich habe an der Kuppel halt noch bis letzten Sonntag gebaut und halt auch bis gestern Abend aufgebaut. Besser? Test, Test. Okay. Bis gestern Abend auch aufgebaut und von daher war halt nicht wirklich Zeit, noch Bausätze vorzubereiten und auch den Vortrag habe ich jetzt gerade eben noch schnell zusammengeklickt. Euch erwartet also ein bisschen Halbwissen zu den jüdischen Kuppeln. Ich werde ein paar Fotos zeigen und im Anschluss können wir gerne noch mal rausgehen und noch mal vor Ort uns das Ding anschauen. Und um 14 Uhr mache ich dann dort einen Kuppelabbau-Workshop, zu dem auch jeder gerne Akkuschrauber und 13er Nüsse mitbringen kann. Das kommt oft zu Fragen, was soll das, welchen Sinn hat es, wozu ist es gut, was macht man damit? Kam auch gerade per Twitter eine ähnliche Frage rein und eine richtige Antwort gibt es erstmal nicht, also erstmal, weil es geht und weil wir halt auch Spaß dran haben. Und da ist nochmal ein Zitat aus einem Buch, was ich vor Jahren mal gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, welches Buch das war, aber das trifft es eigentlich ziemlich gut, auch wenn ich nicht mehr ganz der Jüngste bin, aber im Herzen bleibt man doch noch ein bisschen jung. Oh, das war die falsche Richtung. Nee, doch, war die richtige Richtung. Ein bisschen Halbwissen zu den Kuppeln. Von Walter Bauersfeld wurde es erfunden, sag ich mal. Buckminster Fuller ist eigentlich der Name, der zu den geodätischen Kuppeln dazugehört. Wenn man nach dem Namen sucht und nach Geodesic Dome, da findet man eigentlich extrem viele Informationen im Internet dazu. Letztendlich sind es konvexe, unregelmäßige Polyeder, kann man sich nachher draußen angucken. Die tragen sich selbst, man braucht keine Struktur, die das hält und sind ziemlich stabil. Also ist wohl schon jemand heute Nacht drauf rumgeklettert, wie ich gehört habe. Ich will so ein paar grundlegende Prinzipien mal erläutern, warum man das macht oder wie man das macht. Das Ziel ist letztendlich, eine Kugel zu approximieren, relativ gut zu approximieren und nur mit geraden Elementen. Ich gehe mal nach vorne, dann sehe ich es besser. Was man macht, man startet in der Regel oft mit einem Iko, ach doch, mit einem Ikosaeder. Das ist dieses Objekt hier. Irgendwo wackelt. Huch. Ich habe nichts alles an. Dieser Körper ist schon relativ nah an der Kugel dran. Er ist noch nicht ganz, ganz rund, aber schon relativ nah dran. Und er besteht aus 20 gleichseitigen und kongruenten Dreiecken. Und was man jetzt macht, um das kugelähnlicher zu kriegen, man nimmt sich ein so ein Dreieck her und unterteilt das in weitere kleine Dreiecke. Dadurch entstehen dann neue Punkte, zeige ich gleich auf dem weiteren Bild. Und die neuen Punkte werden dann auf die Kugeloberfläche projiziert, vom Mittelpunkt des Ikosaeders aus. Dort entstehen dann neue Punkte, die kann man wieder zu Kanten verbinden und die Kanten sind letztendlich dann die Kanten an dem Dom da draußen. Und man spricht dann halt auch von der Frequenz der Kuppel. Das werde ich gleich erläutern. Hier ist nochmal der Ikosaeder zu sehen. Geht nochmal kurz zurück. Also dieses Teil ist sozusagen bis hier unten hin. Hier spricht man von der Frequenz 1, also ein 1V. Ja, langweilig, sieht nicht wirklich rund aus. Jetzt nimmt man sich dieses Dreieck her und unterteilt alle Seiten in zwei Teile. Dann sieht es so aus. Nimmt diese neuen Punkte, geht vom Mittelpunkt des Ikosaeders aus, projiziert durch diese Punkte das auf die Kugeloberfläche, verbindet die Kanten neu und erhält jetzt, also dieses Dreieck, was wir jetzt hier sehen, ist von diesem Fünferverbinder nach oben zu dem, zu dem, zu dem. Das ist dieses Dreieck hier. Das ist genau dieses hier. Ja, durch die Projektion auf die Kugeloberfläche nähert man sich sozusagen der Kugel an. Hier sind die immer noch gleichseitig, die Dreiecke. Durch die Projektion werden sie halt verschieden lang. Das wird nachher auch zum Problem. Das kann man dann halt steigern. Das wäre jetzt ein 3V. Hier sozusagen die Seiten in drei Kanten unterteilt. Hier sieht es schon relativ
hinreichend cool aus. Den sieht man auch relativ oft auf Hackercamps, so als Zelte oder als, ja, in der Regel als Zelt. Das kann man dann halt weiter steigern. Sieht man hin und wieder, nicht allzu oft, weil der Aufwand halt auch doch extrem steigt. Hat halt die Anzahl Latten erhöht sich und natürlich auch die Anzahl der Verbindungspunkte. Jetzt haben wir einen 5V, den habe ich bisher nur einmal gesehen. Das war vor 2 Jahren auf der OHM. Den habe ich nur deshalb gesehen, weil wir den selbst auch dort aufgebaut haben. Und dort draußen seht ihr halt den 6V. Ja, wir können nachher nochmal rausgehen und schauen, wo das ehemalige oder das ursprüngliche Dreieck des Ecosaeders ist. Ich versuche es mal hier zu finden. Man muss diese 5er-Ecken suchen. Hier ist eins. Geht hoch bis in die Ecke und dann geht es runter zu dem 5er und wieder rüber. Ja, das war das ursprüngliche Dreieck des Icosaedas. Das muss man sich einmal aufmalen, dann die ganzen Längen beschriften, ausrechnen, Winkel berechnen, und da kann man so ein Ding auch konstruieren. Ein paar Zahlen zu dem Dom, der da draußen steht. Der ist im Radius knapp 5 Meter. Ziel war, den eigentlich 5 Meter zu machen. Dann kam aber ein Hinweis von einem Bühnenbau oder Techniker, der meinte, es gibt da halt Gesetze in Deutschland. Wenn er über 5 Meter hoch wird, dann müssen wir den halt statisch berechnen und genehmigen lassen. Ich weiß nicht, ob jemand das einfach so kann. Also ich könnte es nicht. Von daher haben wir gesagt, okay, wir bleiben halt lieber einen Tuck drunter. Das ganze Teil wiegt knapp eine Tonne. 600 Kilo circa für die Latten, nochmal 250 für die Verbinder, 120 für die Schrauben und halt ein bisschen Holzglasur. Der Ganze besteht, ich zeige das Bild nochmal, aus 555 Balken, 196 Verbindern, die halt, das sind halt Platten, also zwei sozusagen 392. Ah ja, der, okay, alles klar. Und wir haben da vorher ca. 300 Stunden an Handarbeit reingesteckt. Also es wird ja mit der CNC gemacht. Das ist wirklich alles mit Kappsäge, Gärungssäge, Bandsäge, Oberfräse, Bohrmaschinen. Also wirklich alles in 300 Arbeitsstunden in den letzten Wochenenden. So mit dem Schwiegervater und ein paar Freunden halt da halt in der Werkstatt verbracht. Wir haben jetzt knapp 3 Tage für den Aufbau gebraucht, seit Donnerstagmittag in etwa. Hier nochmal Dank an die vielen Helfer. Hier vorne sitzen ein paar. Also es auch dank der Spanngote. Also wir haben viel dazugelernt. Hier nochmal das Bild, man sieht, die unten ist es relativ gerade und die Fläche draußen ist es leider nicht ganz. Und wenn er halt einmal ein bisschen runterhängt, dann zieht er sich oben auseinander, dann muss man doch mit Spanngurt ein bisschen ziehen, hat sich wieder hochgehoben, also es war schon ein ganz schöner Kraftakt. Aber es hat dann doch gestern Abend funktioniert. Ich bin gespannt, wie lange der Abbau dauert. Ich hoffe nicht so lange, da wir ja morgen auch wieder weg sein müssen. Materialkosten waren ca. 2000 Euro. Wir haben ca. 1,5 über die Indiegogo-Kampagne, die hier aufgeschrieben ist, noch reinbekommen. Da nochmal danke an die ganzen Supporter, die es mit unterstützt haben. Das zu dem Dom. Wie geht es weiter? Also wir haben den jetzt, wie gesagt, eigentlich für einen halben Tag hier nur aufgebaut. Das war der Erstaufbau. Es hat funktioniert. Ich hatte gestern Mittag nicht mal richtig dran geglaubt, aber es hat doch noch ganz gut geklappt. Der kommt jetzt hier nach Magdeburg wieder zurück. Da gibt es jetzt im Sommer eine Veranstaltung, die nennt sich die Neue Sinnlichkeit. Das ist einer ehemaligen JVA. Da wird er halt den Sommer über aufgebaut und danach nehmen wir ihn mit auch zum Camp im Sommer und bauen ihn da wieder auf. Wir werden diesmal vorher den Boden ordentlich nivellieren. Wir wollen dem noch ein paar Upgrades spendieren, also ein Inzelt ist geplant, ein Holzfußboden vielleicht. Und dazu wird es wahrscheinlich wieder eine Kampagne geben, wo wir wieder ein bisschen Geld sammeln werden. Einfach mal diesen Twitter-Account folgen, damit das auch hinreichend früh angekündigt. An Perks habe ich mir ein paar neue Sachen auch überlegt. Also zum Beispiel gibt es hier auch Ohrringe, so kleine genetische Kuppeln, sind aus Metall gedruckt oder aus Plaste mit einem 3D-Drucker. Also gibt es hoffentlich ein paar nette Sachen. Jetzt noch kurz, wie kommt man dazu? Es ist ja auch eine Frage, die oft auftaucht. Wo macht ihr das? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Von wem ist die Idee überhaupt? Ich habe dazu mal einen Blog-Eintrag bei uns auf der Seite vom Netz 39 geschrieben und
zeige jetzt auch mal ein paar Bilder. Also ich habe vor, los ging es eigentlich, wir haben seit einigen Jahren einen Garten bei uns. Das war eigentlich nur vom Außen her ein Acker, eine große Wiese, nichts drauf. Wir wollten halt ein bisschen Struktur reinkriegen und der Kumpel meinte, dann baut doch halt eine geodätische Kuppel. Einfach mal gucken, was es ist im Internet und erstmal eine aus Strohhalm nachgebaut. Das ist eine 2V-Kuppel. War auch schon ein paar Stunden Arbeit, das Ganze durchzufädeln, die ganzen Fäden und zusammenzuknoten an den Enden. Aber so kriegt man erstmal einen guten Überblick, wie das überhaupt funktioniert. Na, und dann haben wir halt gleich die 5V-Kuppel in den Garten gestellt. Ja, die ist auch aus Holz, soll ja für den Garten noch sein. Dran können jetzt Himbeeren und ein paar Tomatenpflanzen dran hoch. Die ist nur mit Lochbändern verbunden, also hinten einfach rübergeschraubt. Hat jetzt 3 Winter überlebt, steht immer noch, ist ein bisschen grau geworden, weil es nicht gestrichen war. Aber ist doch erstaunlich robust, trotz dass einfach das nur mit Lochbändern verbunden wurde. Dann haben wir als Zwischenübung halt mal auch welche aus Kupferdraht mit Kabelendschuhen verlötet. Könnt ihr euch gerne mal nachher angucken. Das war mal im Nachmittag, Tag der offenen Tür, haben wir uns da mal angesetzt und es nebenbei zusammengebastelt. Das nächste war dann die Kuppel auf der Ohm. Da hatte ich mir vorher schon Verbinder gefräst. Man sieht ja schon, dass es verschiedene Typen an Verbindern sind. Die haben alle verschiedene Winkel, sind so jetzt nicht ersichtlich. Sind teilweise, also sehen eigentlich relativ gleichmäßig aus, sind es aber nicht. Das kann man uns draußen nachher nochmal angucken an der großen Kuppel. Die sind hier alle mit Braille-Schrift beschriftet. Welcher Latte daran kommt, war nicht so gut geeignet, wenn man Braille-Schrift nicht kennt. Also war dann schon relativ schwierig. Wir haben es trotzdem geschafft aufzubauen. Also sind da mit einem Stapel Holz hingefahren, haben 1,5 Tage lang gesägt. Erst mit der Handsäge, weil wir keinen Strom hatten. Dann haben uns die Nachbarn eine Kabeltrommel hingestellt. Dann konnten wir die Stichsäge nehmen. Und dann haben wir das auch in 1,5 Tagen dort auf da oben zusammengeschraubt. Hier mal bei Nacht. Eigentlich auch ganz schick. Ja, wir wollten es eigentlich nicht mehr mit zurücknehmen. Aber ein freundlicher Holländer hat sich dafür entschieden, die bei sich im Garten aufzustellen, hat die dann abtransportiert. Die hat noch in den Kofferraum gepasst. Bei der großen braucht man dann schon einen Anhänger. Also die haben wir für den Materialpreis dann auch an den Holländer verkauft. Und danach kam die Anfrage damals schon vom Kongress von irgendjemandem, ob wir da nicht eine Kuppel bauen wollten. Aber da hatte ich halt auch wenig Zeit und wir haben dann einfach nur so eine kleine Holzkuppel gebaut, die wir dann für unsere Assembly mitgenommen hatten. Und die hängt jetzt bei uns im Hackerspace in der Werkstatt als Lampen, als Lampenschirm. Sind jetzt ein paar Spinnenweben mittlerweile drin, aber eigentlich noch ganz schick. Aber das war's auch schon. Dann lasse ich das Bild noch. Danke. Mir fällt gerade ein, ich hatte noch eine aus für unser Wohnzimmer eine Lampe noch gebaut. Eine geodätische Lampe aus Alublechen, lasergeschnitten. Da findet ihr bestimmt ein Bild dazu im Twitter-Account von The Wooden Dome. Ich schreibe nochmal zurück, wo der ist. Ah, hier, da unten. Ich glaube, da gibt's, ist irgendwo ein Bild verlinkt, vermute ich mal. Ja, ihr könnt jetzt gerne noch Fragen stellen oder wir gehen gleich im Anschluss mal raus unter die Kuppel und dann kann ich da noch ein paar Sachen erzählen oder zeigen. Ansonsten erstmal danke an die Zuhörer, an die vielen Helfer und natürlich auch die Leute, die es finanziell möglich gemacht haben über die Indiegogo-Kampagne. Danke. Fragen? Ansonsten gehe ich jetzt raus zur Kuppel und um 14 Uhr startet dann der Abbau-Workshop und bis dahin könnt ihr mich noch zu der Kuppel ein bisschen löchern.